Hallöchen und willkommen zurück hier bei City Skylines mit euren Rob. Wir können nochmal schön die Polarlichter beobachten. Haben wir in der letzten Folge auch schön nochmal angeguckt. Wir sind zurück in Lake Valley, aber lass mal jetzt die Stadt umbenennen. Oh, jetzt ist was aufgestiegen. Jawohl, Verbesserung im Gange. Einmal frei, das ist immer schön, wenn es verbessert wird. Wir nennen mal die Stadt um. Und zwar da, wo ich jetzt zurzeit wohne. Naumburg. Wir müssten jetzt ein bisschen Touristen fördern, denn Naumburg ist ja Touristenstadt und wir sind halt Weltkulturerbe. Aber das wird hier noch ein bisschen dauern. Also hier kommen Leute hinzu und mit der Industrie, Weltkulturerbe, na okay. So, verkehrstechnisch. Ist alles im Rahmen. Hier ist halt Einbahnstraße. Und dann können die dann da hoch. Theoretisch kann ich hier komplett Einbahnstraße machen. Fahren sie halt eine Runde. Naja, lass mal noch so. Ist okay. Wir brauchen viel mehr Gewerbe. Sollt ihr bekommen. Muss ich dich abreißen, das möchte ich eigentlich nicht. So, bauen wir hier noch ein bisschen Gewerbe mit hin. Und hier noch ein bisschen. Wasser habt ihr, Strom habt ihr. Da kommt schon ein neues. Die Nachbarschaftsläden. Oder der Nachbarschaftsladen. Im Bau. So, wie sieht es jetzt aus? Ihr seid noch nicht abgegradet. Aber ihr. Okay, 4 Haushalte. Ja, da wurden da mehr Leute drin anscheinend. Okay. Sehr gut. Mehr Leute ist immer gut. Hier brauchen wir noch ein bisschen Wohngebiet. So, dann baue ich jetzt einfach die Straße hierhin weiter. Nicht genug Geld. Wir haben kein Geld. Wir haben nur noch 584. Oh. Wir müssen sparen. Ich würde sagen, wir drehen mal die Zeit ein bisschen höher. Aber jetzt craten sich ja gerade die ganzen Gebäude ab. Das ist gut. Kommen mehr Einwohner, kommt mehr Steuern. Mit mehr Geld können wir da mehr bauen. Wir brauchen so viele Leute gerade. Das ist ja Wahnsinn. Nicht genug Money. Ja, 1280, boah, das ist aber echt viel. Da muss ich ja schon hier 5 Monate sparen. Los, ich brauche Geld. Gibt's kein Geld. Der Gemischtwarenladen. Oh, die können nur 3-mal sich upgraden. Okay, und ihr? 5-mal. Und ihr? Du natürlich nicht. 3-mal. Okay. 12 und 12. 10 von 12. Wir können ja hier eigentlich gucken, geht ja viel schneller. Wir haben 576 Arbeiter und 823 bräuchten wir. Also müsste ja noch übelst viel frei sein. Ja, ist noch etliches frei. Durchschnittliche Gebietsgrenzungsebene. Hier ist alles auf 1. Alles auf 1. Aber die Stadt, die wird schöner. 4% Stadtaktivität. Attraktivität. So, wir haben ein bisschen Geld. Das heißt, wir bauen jetzt hier die Straße, so. Zack. Und dann können wir hier wieder Wohngebiet hinbauen. Weil es wird ja eh extrem nachgefragt. Wasser habt ihr, Strom habt ihr. Polizei hatten wir ja hier, genau. Und die Feuerwehr hatten wir hier, alles schick. Ja, die fressen halt so viel. Die könnte ich jetzt noch runterdrehen. Bringt das was? Schule? Schule ist okay. Arzt. Den könnte ich... Ja, den drehen wir noch ein bisschen runter. Wir müssen sparen. Macht nicht so viel. Nee, bei der Feuerwehr und bei der Polizei, da mache ich mal keine Abstriche. Was gibt's Neues? Sind die Sneaker wirklich so lautlos? Hashtag wichtig, Hashtag Fragen, Hashtag Untersuchungen, Hashtag, Hashtag, Hashtag. Der Strom ist alle Hashtag. Das ist viel wichtiger. Und ich habe kein Geld für Strom. Kann ich nur am Budget noch ein bisschen drehen. Aber ich bin gleich am Maximum. Wie sieht's aus? Ja, ich verbrauche mehr als ich erzeuge. Das ist immer schlecht. Aber ich habe kein Geld. Ich könnte ein Budget aufnehmen, ne? Irgendwo. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind eine winzige Kleinstadt. Gibt es ja nicht auch Cash für? Ja, da gibt es Geld für. Sehr schön, wie immer ein Leben, ne? Wenn man Erfolg hat, kriegt man gleich Geld dafür. Jetzt haben wir endlich Parks, die Oberschule, ein Platz mit Picknicktischen. Passt natürlich voll ins Schneegebiet.
Picknick, ne? Bei dem Wetter. Ein Langlaufpark. Cool. So, wir haben Geld. Wir können noch ein zweites Kraftwerk bauen. Brauchen wir auch. Was ist denn dort? Eine Bekleidung GmbH. In so einem komischen Kessel. Eine Bekleidungs GmbH. Okay, Scheinfirma. Hashtag. Ne? Warum? Oh, ist bereits belegt. Ist da ein Industriegebiet? Nö. Kann weg. Bauen wir lieber dich dahin. So. Dann haben wir wieder Strom für alle. Und brauchen wieder mehr Leute. Das ist ja Wahnsinn, dass ich hier an Leute brauche. So. Machen wir noch in den nächsten 30 rundherum. Na, der ist besser geworden. Ja, der gefällt mir. Machen wir alles, Leute, hier, Wohngebiet. Zack, 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 zack. Die brauchen natürlich Wasser. So, ihr habt Wasser. Oberschule könnten wir jetzt bauen. Wir haben kein Geld. Hier gibt es nichts Neues. Hier gibt es das Recyclingzentrum und diese Sachen. Forstwirtschaftshauptgebäude, aber es kostet 20.000. Ne, das haben wir nicht. Wir können ein paar Parks bauen, ja. Plätzen mit Bäumen und hier gibt es die Wintersachen. Und hier random. Ein Pavillon, cool. Kann man einfach so hinstellen. Das ist natürlich echt nice. Kannst einen Spielplatz bauen. Das fetzt. Der muss an der Straße, die müssen alle an der Straße platziert werden, wie es aussieht. Ja. Ja, ich muss sagen, wir bauen hier so einen Winterpark hin, ne? Schneemannpark. Macht keinen Lärm, macht keine Verschmutzung und 125 Unterhaltung. Oder so einen Eiskulturpark. Rodelhang. Ja, komm hinter die Schule, machen wir einen Rodelhang. Das fetzt doch für die Kinder. Können sie nach der Schule rodeln. Das ist cool. Und da machen wir hier noch ein bisschen, wenn wir immer dabei sind. Zack. Ist er hier an der Schule. Noch ein bisschen Spielzeug. Ah, das kann ich dann nicht bei dem mit dran machen. Das ist natürlich schade. Dann machen wir es hier so mit hin. So, alles für die Kinder. Nein, eine Rutsche haben sie ja schon. So. Natürlich, wenn dann die Mütter mit dabei sind, die brauchen wir eine Bank, die müssen sich hier hinsetzen. Mülleimer. Ey, die Mülleimer sind aber riesig. Oder ist schon ein Mülleimer? Ne, okay. Wenn sie sich hinsetzen bei dem Wetter, ne? Eigentlich wäre dann ein Pavillon besser. Oder kann man keine Bank reinmachen? Ich bräuchte eine Bank, die überdacht ist. Was ist das? Ein Kiosk. Ein Grill. Aber es gibt nichts überdacht. Ja, Blumenbeete ist jetzt sinnlos. Es ist Winter. Machen wir so einen Tisch. Da einen Tisch hin und hier einen Tisch. So cool. Das fetzt. Und vor allem ist schon alles eingeschneit. Ja, man kann nur mal im Winter auf dem Spielplatz spielen, ne? Das geht schon mal. Ein Besuch letzte Woche. Das ist auch nicht viel. Leute, ihr müsst dahin. Das hat Geld gekostet und kostet Geld. So, wir bauen, wie gesagt, mehr Wohngebiete, mehr Wohngebiete, mehr Wohngebiete. Wasser habt ihr, Strom müsste auch vorhanden sein. Geld ist gerade knapp. Aber jetzt könnte ich hier wieder am Strom ein bisschen. Ein bisschen kann ich am Strom drehen. Gucken, ob das schon zu viel war. Hat sich am Strom was getan? Nicht wirklich, ne? Vielleicht dauert das auch einen Monat. Hier fehlen Leute. Ja, ich weiß. Da fehlt Wasser. Habe ich nicht. So, da fehlt kein Wasser. Wasser der Verkehr. Wir müssten mal das Gewerbe ein bisschen das Stufen-Upgrades. Sieht okay aus, sieht okay aus. Und das Gewerbegebiet. Der Verkehr. Die Kreuzung, ne? Ist okay noch.
Das ist okay. Hier fahren viele raus. Die müssen halt alle hier lang. Aber ich kann halt hier keine Einbahnstraße machen. Das wird nicht. Ich habe jetzt hier als Einbahnstraße. Ich könnte hier jetzt in die Richtung höchstens machen. Da müssen es halt auch alle da lang. Aber hier fährt keiner mehr rein. Na, mal gucken. Und theoretisch kann ich auch irgendwie die Stoppzeichen machen. Wie macht man das? Dass die hier, dass die stoppen und die haben Vorfahrt. Wo war denn das? Wenn ich das jetzt wüsste, wie das ging. Irgendwo geht das. Da konnte ich Ampeln und alles einzeichnen. Jetzt müsste man es nur finden. Hier bei den Fragezeichen? Nee. Hier? Nee. Ach Jesus, Mensch, wie ist es denn? Ich hatte es letztens noch. Da konnte ich hier wirklich alles einzeichnen. Industriegebiet habe ich nicht. Tourismus. Da sind Touristen. Juhu, wir haben Touristen. Ist das dann ein Hotel wenigstens? Nee. Ob brauche ich denn nicht ein Hotel? Da ist viel guter Boden. Hier können sich die reichen Leute ansiedeln. Hier haben wir auch Holz. Können wir so ein bisschen Holzindustrie machen. Na mal schauen, wir brauchen eh 20.000, die haben wir eh nicht. Zufriedenheit. Die sind nicht so zufrieden, der Rest ist okay. Gewerbe brauchen wir schon wieder. Bauen wir noch ein bisschen Gewerbe. Zack, nicht upgraden, normal bauen. Hier kann ich nicht mehr. Müssen wir dich abreißen. So, bauen wir erstmal eine Straße bis dahin. Und dann machen wir da mal eins frei. Machen wir es so. Und hier noch Gewerbe hin. So, das ist schon mal alles schick. Das Gewerbe ist halt komplett an einer Ecke angesiedelt. Kennt man natürlich, ne? Wie in jeder Stadt. Theoretisch müsste hier Gewerbe rein, man macht halt Lärm. Und ich weiß nicht, ob das die Leute so klasse finden. Hier machen die Autos Lärm, okay. Und die Straßen. Und hier macht halt alles Lärm, ne? Industrie. Und schon wieder vollgebaut, ey. Gibt's nicht. Kann ich gleich nochmal hinbauen. Wahnsinn. Und es schneit, richtiger Schneesturm hier. Das ist echt cool. Also grafisch ist das Spiel echt, finde ich, klasse. Wenn man dann noch hier in den Modus rein switcht, kann so richtig schön heran. Die Leute überall lang laufen. Ich kann in jede Richtung noch drehen. Echt toll. So, aber ich spiele weiter. Genug in der Grafik geschwelgt. Schule, was sagt die Schule? Die war hier. Ist okay, passt noch. Patienten 3. Verbrecher im Gefängnis 12, das ist nicht so schön. Aber wir können jetzt hier Gebiete zuweisen, ne? So, machen wir erstmal hier. Das wird ja jetzt alles Wohngebiet. Zack, zack, zack. Das ist hier. Das soll bitte das gleiche sein. Hallo. Da mache ich nur weg. Da muss ich, ach, muss ich da rein, okay, von da rein machen. So. Das ist alles Wohngebiet. Der Palmentor Park. So, und da kann ich ja dafür eigentlich Richtlinien machen, ne? Genau. Die Schule ist aus. Hohe Ticketpreise. Okay, okay, okay. Ja, gefallen mir noch nicht so die Richtlinien. Für die Industrie, da können wir noch ein Gebiet machen. Hier, Industriepark. Der Franklin Park. Und dann natürlich noch hier vorne das Gewerbegebiet. Zup, 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 zup. Die Mühlenhöhle. Höhen, Höhen. Franklin Park. Auch hier mache ich mal ein paar Richtlinien. Theoretisch wäre halt Rauchmelder. Gibt es das? Verteilung von Rauchmeldern.
Gebäuden Rauchmelder installieren. Schlechte Kochkünste werden nicht länger zu Hausbrennen führen. Nein, ja, nicht bei den Hausen. Bei den Häusern, ich will eigentlich bei der Industrie. Oder haben die das schon theoretisch automatisch? Aber jetzt hier überall Rauchmelder. Boah, das schneit, ey. Ist ja richtig fett. Oh, die Straßen. Die sind voller Schnee. Was macht meine Schneebeseitigungsmaschine? Ist okay. Wie viel Schnee haben wir drin? Null. Na, dann passt's ja. Minus 2,5 Grad, ist richtig warm. So, wir brauchen noch ein paar mehr Leute. Da können wir hier schon den dritten Kreis jetzt dran bauen. So, und dann wieder hier. Passt nicht so ganz. Aber so ist okay. Muss ja nicht so komplett flächendeckend voller Häuser sein. Ein bisschen Platz zwischendrin ist ja auch gut. Haben die Leute noch ein bisschen mehr Garten und Grünfläche. Wasser, das machen wir hier ein Stück höher. Und da ein Stück höher. Oh, hier oben ist Schnee. Ja, der fährt doch eh keiner lang. So, okay. Da kommt das schon jetzt hier das Schneemobil. Nö, er kommt nicht. Und ist auch gleich frei. Die Straße ist echt cool gemacht, ne? Hier ist jetzt noch Schnee. Hier ist weg. Und hier unten. Er macht's halt weg. Die Straßen sind halt voller Schnee. Die Hauptstraßen sind schon mal befreit. Jetzt hier zum Beispiel sieht man es. Licht noch Schnee. Zup und weg ist es. Das ist echt cool. Das gefällt mir. 900 machen wir nur bloß. Aber es müsste gleich mehr werden, denn hier kommen etliche Leute hin. Industrie ist noch. Ja, passt noch. Haben wir noch genug Platz für Leute? Ja, da können noch genug Leute kommen. Brauchen noch mehr Gewerbe, ey. Wie sieht's denn aus mit dem Verkehr? Geht eigentlich noch. Da ist verschneit ein bisschen. Boah, hier ist halt die ganzen Leute strömen halt da in die Stadt. Und man sieht halt keine Autos. Die strömen nicht in die Stadt, die strömen in die Industrie. Jetzt bin ich natürlich total verwirrt gewesen. So, wir brauchen mehr Gewerbe. Das ist ja echt viel Gewerbe, was wir hier brauchen. Nö, ich möchte die normalen Straßen. Zack. Und hier nochmal nach dort ein Stück. Und dann bauen wir hier nochmal eine Reihe Gewerbe. So, Wasser. Wasser brauchen sie dann wieder. Hier lang und danach. Dort angeschlossen, so. Wann haben wir denn den nächsten Meilenstein? Eine boomende Kleinstadt, da brauchen wir noch ein bisschen. Ein paar mehr Leute. Haben wir noch irgendwas, was wir noch nicht gebaut haben? Die Oberschule wäre halt jetzt noch theoretisch, ne? Noch ein Park? Irgendwie gefallen mir die Parks. Eine Skihütte, naja, das bringt ja nicht, hier ist ja kein Berg. Was war das denn? Ein Gewitter? Das hat sich aber komisch angehört. Achso, na, hier werden sie nicht fahren, weil... Wie kommen sie dann zurück, ne? Das ist natürlich... doof. Oder? Hm. Hier fährt keiner lang. Da fährt er lang. Jetzt müsste er theoretisch lang fahren, oder? Nö, da dreht er halt. Er kann ja nicht lang fahren, stimmt. Aber dürfte er da auch keiner lang fahren, ne? Das macht es natürlich hier an der Anschlussstelle echt kompliziert. Wenn die Autos nicht auf die Autobahn fahren, die den Schnee wegmachen. Weil überall ist gut, nur da ist nicht gut. Ja, keine Ahnung, wir warten mal ab. Da ist jetzt wieder der Schnee weg. Also müssen sie ja doch lang fahren. Einfach mal abwarten. Die machen das schon. Hier ist alles voller Schnee. Machen wir noch ein bisschen Industrie.
Hier haben wir noch ein bisschen Platz für Industrie, gibt mehr Geld. Kann ich auch die Steuersätze eigentlich erhöhen? Einnahmen, hier haben wir die Einnahmen. Okay, Stufe 1, Stufe 2. Ne, ist fast pari pari. Stufe 3, wir haben schon Stufe 3 Gebäude, cool. Hier haben wir nur Stufe 1 und hier haben wir auch nur Stufe 1. Ach, Nahverkehr kann ich jetzt schon. Nahverkehr machen? Nee, kann ich noch nicht. Gibt es das bei der nächsten Stufe? Jetzt können Sie langsam mal aufhören mit Schneien, dass hier mal die Kreuzung frei wird. Wie gesagt, die haben sie geräumt. Die wollen sie nicht räumen. So, da haben wir noch ein bisschen Industrie. Die bauen schon bitte. Können wir noch ein bisschen? Haben wir noch irgendwo Platz? Müssen wir noch eine neue Straße hinbauen. Müssen wir hier wieder was wegreißen. Naja, so ist es halt. Okay, mal der Stein kam weg. Weg mit den Steinen und hier noch Industrie hin. Brauchen hier natürlich Wasser. So, ihr habt Wasser. Wie sieht's aus? Gibt es was Neues zu bauen? Hier gibt es ja was Kleines. Was ist denn das? Ozeanische thermische Konversionsanlage. Okay. Dieses Kraftwerk erzeugt mittels der Temperaturschwankungen in dem Wasser Elektrizität. Platzieren Sie die Anlage an der Küste. Okay. So, Palmenpark, was ist da los? Das Gebäude wurde upgraded. Sehr schön. Oh, hier ist irgendwo was passiert. Oh, da fährt die Polizei. Was ist hier los? Donutpause, ja, das war natürlich klar, ne? Donutpause. Sind sie hier nach Hause gefahren mit Blaulicht, nur um einen Donut zu essen? So, verkehrstechnisch müsste es ein bisschen jetzt mehr werden. Aber es, na, die Kreuzung. Die Kreuzung gefällt mir halt nicht. Ich müsste mal gucken, wo ich das machen konnte, dass ich die Straßen direkt einstellen kann. War das hier bei Verkehr? Das muss doch irgendwo ging das. Abknicken, umschalten? Nee, das ist das. Was ist das hier schönes? Mautstelle? Okay, Mautstelle gibt es jetzt auch. Schneedeponie haben wir ja schon. Hier sind die Industriestraßen, okay. Das hört sich an wie Gewitter, aber das passt irgendwie nicht in die Wintermap. Oder explodiert hier irgendwo was? Schneedeponie 2% voll, 10% voll. Oh, Müll brauchen wir dann, Müllverbrennungsanlage. Ja, nicht ganz kreisrund, aber ist okay. Passt schon. Ja. Ey, wie soll es denn hier gewittern? Es schneit. Alles kenne ich nicht, dass es dann gewittert. Na gut, das Spiel will mich eines Besseren belehren. Wir machen 3000 plus. Wir haben ein bisschen Cash bitte auf der hohen Kante. Aber es reicht nicht für die Oberschule. Nee. Und für die erst recht nicht. Nee, kann hier nichts bauen. Bauen Sie 5 Instanzen von Geothermie-Heizkraftwerken. Okay. Da brauchen wir erst was anderes. Bevölkerung wächst. Wir könnten noch ein paar mehr Leute gebrauchen. Da ist mir zu viel Industrie. Machen wir hier noch ein paar Leute hin. Zack, 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 zack. Wasser ist okay. Stromtechnisch ist noch okay. Wasser können wir ein bisschen erhöhen wieder. Haben wir eh noch nicht so viel. So, Gesundheit. Gesundheit, die ist okay. 3 Patienten. Studenten oder Schüler ist okay. Was sagt die Polizei? 17 von 20. Also wir haben gleich keinen Platz mehr für Verbrecher. Brauchen ein Gefängnis. Gibt's das? Gefängnis, ja. 2400 pro Woche. Oh, das ist echt... Ja, es gewittert und schneit. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber nicht schlimm. Kleine Abstriche, die kann man ruhig akzeptieren. Beim eigentlich recht gelungenen Spiel. Industrie noch hin. Noch ein bisschen... Hallo? Mehr Wasser. Zack. So, wir haben dann eigentlich auch gleich den nächsten... Hoch, den nächsten Meilenstein geschafft. Die boomende Kleinstadt.
noch 300 Leute, 307, müsste hier mit, ja, jetzt gewittert, klappen. Ich weiß doch, dass es gewittert, ist doch okay. Was habe ich denn hier gebaut? Habe ich da Häuser gebaut? Scheint so. Da kommen so kleine Blockhäuser hin, okay. Können wir voll die Reinsiedlung machen, einfach nur so einzelne Quadrate. Nein, Industrie, nein, verbaut. Und hier eine kleine Reinsiedlung irgendwo noch mit rein. Hier so noch lang. Ich mache mal hier eine kleine Reinsiedlung hin. So. Was nehme ich denn hier so? Egal, Strom kriegt er gleich wieder. Alles schick. Nein. Da. Zack. Ihr habt Strom. Bleibt cool. Ich will nur ein bisschen was ausprobieren. Eine Reinsiedlung. Ah ne, dann machen sie ja bitte. Dann muss ich erst so machen, ne? Und wenn ich jetzt die, dann machen sie Viererhäuser, oder? Mal gucken. Die Ankerstraße, die Holmstraße. Ja, einfach nur mal aus. Gucken, wie das dann aussieht hier. So. So. Wasser haben sie. Hier ist halt immer noch vereist. Auf der Autobahn fährt ja auch kein Winterdienst. Warum, ne? Ja, die Spur ist okay, die Spur ist okay, aber hier kommen sie anscheinend nicht rein. Das sind nur die von mir abgehen, ne? Müsste ich jetzt hier, aber da muss ich mir erst das Gebiet kaufen. Müsste ich hier noch eine Spur, die runter geht und hier wieder drauf. Dass die in meine Stadt reinfahren können. Dass das hier befreit ist. Ja, nö. Ja, okay, da bauen sie halt solche Häuser hin, ne? Solche. Und das sind ja nur einmal eins Häuser. Passt aber auch nur eine Person rein. Und hier passen zwei Haushalte rein. Ne, machen wir halt so eine Reinsiedlung. Auf extrem kleinen Platz, vier Leute. Zack. Zack. Nicht schön. Aber so ist es halt. Total, das Straßensystem total verwinkelt. Ich denke mal, die Straße hier, die ist bald. Die Kreuzungen, ja, die sind noch okay. Hier die Kreuzung wird jetzt langsam fett. Wie gesagt, ich könnte ja das hier alles zu Einbahnstraßen machen. Das könnte ich ja hier upgraden zu einer Einbahnstraße. Ja, es gewittert immer noch, ist okay. Dann kommen die kommen halt auch raus, die müssen in so einen Kreis fahren. Und dann wird keiner von denen mal hier rein. So. Jetzt fahren sie halt alle da lang. Hier müsste ich dann sagen, ein Stoppschild machen. So, verkehrstechnisch hat sich da was jetzt geändert. Noch nicht, dauert noch ein bisschen. Und da wollen halt viele hin. Da müssen wir hier noch eine Kreuzung bauen. Dann kann man das nämlich auch schon ein bisschen verteilen. Da könnte ich jetzt theoretisch hier auch komplett Einbahnstraße machen. Da muss nämlich keiner jetzt hier. Können sie wieder da und da fahren. Da fließt der Verkehr eigentlich besser. Und hier können sie halt dort und da lang fahren. Brauchen halt dann mehr Zeit, ne? Müssen halt, wenn sie hier hin wollen, erst hier eine Runde fahren. Aber so ist sie auch in vielen Städten. Viel Einbahnstraße. Hat ja immer einen Grund, ne? Und ich würde sagen, wir machen hier erstmal wieder einen kleinen Break. Zoomen nochmal schön in die Stadt hier rein. In mein kleiner Park, total zugestellt mittlerweile. Die Rodelbahn, was ist da los? Da wird gerodelt. Nach der Schule erstmal schöne Runde rodeln. Das ist echt klasse. Schule. Auch voller Schnee. Oh gut, die haben eben selber einen Spielplatz. Hätte ich gar keinen Baum brauchen. Naja, okay.
haben sie noch einen extra Spielplatz, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi, euer Rob.